Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Aufnahme von South Park The Stick of Truth. Sollte man meine Stimme anders wahrnehmen, das mag daran liegen, dass ich die Position des Mikros ein bisschen korrigiert habe, beziehungsweise ich in der letzten Folge leider etwas zu leise rüberkam. Ich hoffe, man kann darüber hinwegsehen. Und ich habe leider, während ich das Mikro getestet habe, hier auch schon den Timmy Express entdeckt, den man einfach aktivieren konnte und ja, mit dem ich wahrscheinlich durch die Gegend reisen könnte. Ja. Wer kennt ihn nicht? Timmy mit seinem tapferen Ross vor seinem Rollstuhl. Genau den. Und wollen noch mal sehen, wo es denn jetzt hier weitergeht. Da wird fleißig das Nudelholz poliert. Du Sau. Ja. Hallo, Butters. What, you? You want me to fight with you? Okay, this paladin is ready to kick some ass. Ja, warum nicht? What, you? You want me to fight with you? Okay, this paladin is ready to kick some ass. Da liegt noch Loot. Geld, Spielzeugtruck und ein zersplitterter Pfeil. So, ja. Gibt's hier sonst sowas? Ach, und ich habe nebenbei rausgefunden, dass ich sowas hier kann. How did your ass learn such incredible magic so easily? Gee whiz, whistle bitches! Yeah, you should check the mud. Sehr, sehr cool. Butters, Begleiter freigeschaltet und Butters Hausschlüssel bekommen. Das ist nett. Begleitet er uns und wir kriegen gleich mal so den Schlüssel für sein Haus. You kids be careful now. Du bist gerade im Level aufgestiegen und hast jetzt einen Punkt, den du für deine Fähigkeiten ausgeben kannst. Drücke und benutze, ne? Um dich zum Fähigkeitenleisten-Menü zu bewegen. Oder zur Fähigkeitenleiste. Ich habe zwei neue Freunde. Miss Cartman. Kenny. Sehr schön. Dein König verlangt seinen 10. Paladin. Komm für ein Gespräch zu mir. Ich soll mein ganzes Taschengeld spenden, weil das eine der Regeln für Paladine ist. Weiß jemand, wem ich es geben soll? Ich würde tatsächlich alles nehmen. Fähigkeiten. Sehr gut, da sind wir auch schon. Markiere die Fähigkeit, für die du den Punkt verwenden möchtest und drücke A, um den Punkt auszugeben. Aufwertung verfügbar 1. Ja, was haben wir hier? Juden-Jitsu. Setzt eine geheime Juden-Kampfkunst ein, um dein Ziel mit einem betäubenden Schlag zu treffen. Level 2 erhöht den Schaden deiner Juden-Jitsu-Angriffe. Aha. Gut, was haben wir hier? Erhöht den Schaden deiner Schleuder. Was habe ich da oben noch? Vorteile, Magie. Aha. Verstehe ich nicht. Gut. Was sollen wir denn machen? Machen wir David-Schleuder oder machen wir hier das Juden-Jitsu? Ich nehme mal das Juden-Jitsu. Diese Fähigkeit aufwerten. Ja. Erhöht den Schaden deiner Juden-Jitsu-Angriffe. Hä? Kann das sehr gut aussprechen. Jitsu? Ja, ich glaube Jitsu heißt es. Oh, da ist meine Maus im Bild. Kann man hier rausbewegen. So, du hast jetzt eine Quest, die dich in die Stadt schickt. Drücke, ne, um deine Weltkarte zu öffnen, um zu sehen, wohin du gehen möchtest. Musst, willst, könntest. Ich will aber noch plündern. Das machen wir jetzt auch. Achso, ich kann ja auch rennen. Genau. Zack, 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 zack. This is the king's room. I don't think we're supposed to be in here. What exactly are you looking for? Egal was, ich weiß es selber nicht, aber wir nehmen es mit. DVD, Fetti Dudu. Aha. Telefon für Telefonstreiche. Der Stärketrank, 4000, ein Doppelkinn und ein Waschbärposter. Hallo Püppchen, hallo. Polypups Püppchen. I'd check my drawers if I was you.
Das ist der Jesus-Song, den Cartman in der Serie mal geschrieben hatte. CD, Glauben plus 1. Ja, genau diese CD ist es. Face plus 1 oder plus 1. Wie auch immer. Super Funtime Eintrittskarten. Brad Pitt Überlebensset. Und ich will die Hühnchen. Hühnchen. Kann ich irgendwie. That one sounded like it hurt. Irgendwie schießen oder so? Ich würde ja gerne irgendwie. Was? Ja. Was haben wir hier denn noch? Achso, da kann ich jetzt. Achso. Was ist, wenn ich das gar nicht möchte? Ah, okay, dann gehe ich zum Ursprung zurück. Nun gut. Wir lassen das so, wie es ist. Aber ich würde trotzdem gerne irgendwie schießen. Ah, okay. Ah. Hühnchen! Und Mr. T. Servus. Gut, da können wir nicht viel machen. Oh, was ist das denn? Geflügelknochen. Wofür auch immer. Hier sind die Urzeitmenschen. Urzeitkrebse. Wunderschön. Kann ich die kaputt machen? Nein, kann ich nicht. Schade. Wäre schon gewesen. Kann man hier in den Schrank gucken. Der Osimo! Sehr schön. Da ist die Möhreplatte für Faith plus One. Ich kann hier aber nichts mitnehmen. Nur die Erinnerungen angucken. Okay. Entschuldigung. Einmal kurz niesen hier. Ja, hat sich doch so einiges angehäuft in den ganzen Staffeln South Park. Wow, Eric has a lot of cool stuff. Ja, jede Menge Schrott auch dabei. Achso, ich habe das Obst mitgenommen. Oh. Ich weiß gar nicht, ob ich in das Zimmer hier wirklich rein möchte. Naja gut, schauen wir mal. Unterhose, Geld, schwarzer Donner, Dildo, lila Leidenschaft, Dildo und ein Hasen. Gut, wir haben die ganze Kollektion. Und ich habe eine Unterhose gekriegt als Questgegenstand. Okay, hier haben wir Gleitgel. Ja. Und die sonstigen Utensilien, die man so braucht. This is where the magic happens. Last week, Cartman's mom was here with a few men having a whole lot of magic. She was doing hand magic and butt magic. We must get back to the question hand, my lord. Eine Crackpfeife, langweilige Perücke, purpurne Farbe, Antonio Banderas, Liebespuppe und der Milchmann-Dildo. Ja, Frau Cartman, Sie haben es faustdick hinter den Ohren. Das haben wir gerade festgestellt. So, hier gehen wir auch gleich wieder raus. Ich fühle mich hier unwohl. Und schauen ins Bad. So. This is where Karma does magic. Hmm, smells like the wizard is brewing some potion in here. Some wizard stew. Oh, looks like he forgot to flush the stew. Du hast deine erste Farbe behalten. Benutze sie, um die Farbe deiner Kleidung zu ändern. Drücke, um dein Inventar zu öffnen. So, hier haben wir noch ein paar Schamhaare im Schrank. Hebt sich jemand wohl sehr gut auf. Cherokee Tapon. Und eine AIDS-Schleife. Gut. Oder war das einfach nur AIDS? Man weiß es nicht. So, ich muss mich, nachdem ich im Zimmer von Cartmans Mutter war, doch tatsächlich erstmal sauber machen. Oh, das war einfach zu krass. Ich schäme mich so. Butters, schau mir nicht zu. Okay, reicht wieder. Entschuldigung. So, aber jetzt kann ich hier mal den letzten Rest geben. It means you get a free wish. Yay! Und mal wieder kriegen wir einen Klumpen Scheiße. Freu. So, Müll? Irgendwas drin? Ja, zerknülltes Papier. Wer hat damit gerechnet? Ich nicht. Na gut, wir schauen weiter. Wir müssen ja unsere Queste erfolgreich abschließen. Auserkoren, die mächtigsten Krieger zu finden. Yeah, fuck your shit up. Das war ich nicht. Kleidungsfetzen, sehr schön. Also nun gut. Neue Nachricht von Clyde. Neue Nachricht von Cartman. Danke für den Kauf des Inhaltpaketes Ultimative Freundschaft. Deine neuen Gegenstände sind jetzt in deinem Spielzeugtruhe in deinem Zimmer verfügbar.
Habe ich die ultimative Freundschaft gekauft? Ich weiß es gar nicht. Anscheinend schon. We aren't allowed to go into the street. When it's such an open world, our parents don't want us getting hurt. Hey, Knochen. Those are holy icons from the Orient. Legend has it that he who can collect enough will be rewarded. Du hast dein erstes Gym-Pokémon gefunden. Sammel sie alle. Drück sie, um es dir im Sammelbildschirm anzusehen. Toll. Erstmal nehmen wir hier alle Knochen mit und so weiter. Graue Farbe und ein Zauberbart. Oder Zaubererbart? Aha. Cartman, aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass unsere Freundschaft ein neues Level erreicht. Vielleicht sogar das Ultimative. Butters, gefällt das. Clyde schreibt, fick dich, Neuer. Alles lief gut, bis du aufgetaucht bist. Dafür wirst du zahlen, das schwöre ich. Und Kenny sagt uns, klicke auf, gefällt mir, wenn du findest, dass ich die schönste Maid im Land bin. Scott Melkinson und 14 anderen, gefällt das. Also wirklich, Prinzessin Kenny, du musst das nicht ständig posten. Kann ich das liken? Kann ich nicht? Oh, schade. Sollten wir uns ein Bart hinmachen? Das sieht beide irgendwie blöd aus. Wir lassen das. Quest zu den Waffen, ja, ja. Sammelobjekte, ja, ja, ja. Gruppen, okay. Gut, erstmal uninteressant. Da sind Ratten. Oh. Oh, 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 die tun mir weh. Somebody's baking brownies. Hey, wir können den Briefkasten aufschlagen. Sehr schön. Ist das nicht die Gehilfe von Captain Chaos hier? Wie heißt er noch? The Wizard King says I'm too ginger to be one of the humans, but Paladin Butters lets me be his squire on the sly. Paladins seek justice for all races. Yay, neuen Freund. Wenn du ein glänzendes Objekt entdeckst, kannst du mit einer Distanzwaffe drauf schießen. Bei aktiver Distanzwaffe halte LT gedrückt. Ja. Chuchu Nezumi! Neues Gym-Pokémon. Schieß auf Objekte, um sie von unerreichbaren Plätzen runterzuholen oder geheime Pfade freizulegen. Ja. Aber das mit dem. Das ist jetzt einfach nur so, oder? Gut, das scheint keinen besonderen Hintergrund zu haben. Schneemann aus dem Weg. Pfütze, hui. Na gut, hier waren wir schon drin. Das müsste ja unser eigenes Haus sein, ja genau. Hier kennt man an dem Verkaufsschild. Keramikscherben, ja. Und die Tasche können wir öffnen. Gesundheitstrank und ein Machttrank. So, no humans. Aus dem Weg hier, jetzt komme ich. Tibi Express! Tibi! Oh, sehr geil. Ja, ich wollte aber eigentlich gar nicht mit dem Tibi Express fahren. Ich wüsste zumindest auch gar nicht, wohin ich fahren sollte. Ich meine, ich kenne jetzt nur bei Cartman im Garten den Spot und das war's auch eigentlich. Ist aber sehr nett, dass er uns fahren würde. Ah, hier ist auch die berühmte Bushaltestelle. Okay. These lands hold many dangers, new kid. Yeah, you moved to the wrong realm. Nice hair, douchebag. Suck on this. Muss ja komplett durchfroren sein. In your face. You want some of this? Suck my ball. Ha! Achso, jetzt hätte ich noch. Okay, Butters, zeig, was du kannst. We're still doing this, right? Ja, genau. I got your back, yo. That beat. I better wait a turn before I do any more healing. Ist der Begleiter dran, so kann er einen Gegenstand oder seine Schnellaktion verwenden und dann angreifen. Wenn er angreift, endet die Runde für ihn. Verwende also zuerst einen Gegenstand oder seine Schnellaktion. Okay. Fähigkeiten? Was? Haben wir der Stürme? Butter Butters trifft alle Feinde mit einem... Man, I could be watching TV right now. Massive Schockschaden, okay. Oder Hammer der Gerechtigkeit? Butter schwingt seinen Hammer gegen einen nahen Gegner, der angepisst wird. Wait, sehr whose gut turn Rüstung. It?
Warum nicht mal den Hammer der Stürme? Da treffen wir die zwei. Okay, das lässt sich anscheinend nicht ändern. Drücke A, wenn der Blitz Butters Hammer trifft. Feel my righteous fury! Nope. Was, zu spät? Genau im richtigen Moment gedrückt. Au, 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 au. Oh mein Gott, bin ich schon. Hey, look, you're bleeding. Feindliche Angriffe, Gegenstände und deine eigenen Fähigkeiten können Statuseffekte bei dir oder deinen Feinden bewirken. Nutze den Bildschirm untersuchen, um mehr über die Statuseffekte zu erfahren, die bei dir wirken. Nun gut, ich sehe da oben einen Bluttropfen, da steht eine 2. Ich stehe in einer endlos tiefen Blutpfütze. Ich vermute, ich habe Blutungsschaden. Okay, machen wir das mal. Ja, 2 Blutungsschadenseffekt. Ja, ja. Ja. It looks bad. Here, take some of this magic cure potion. Einen magischen Heiltrank. Ja, ich denke aber ein kleiner reicht auch erstmal. Was, ich muss jetzt hier den großen nehmen. You're not waiting on me, are you? Die Buffs entfernen. Make sure you always carry a few potions. Just don't get grounded for raiding the apothecary's pantry like I did. Na gut, dann wird's Zeit für das Jujutsu. Stop dicking around. Der hat ein Shield, das sollte ich eigentlich nicht tun. I have to go to the bathroom. Nehme ich mir auf. Dann machen wir erstmal den hier oben. Das Shield weg. Genau. Jawohl. I needed that. Achso, oh, da hätte ich auch blocken können. Zack. Einmal hier Arsch versohlt. Gut, dann versuchen wir das hier nochmal mit dem... Achso, ich habe keine MP mehr. Dann nehmen wir Butters Hammer. Drücke X, wenn Butters Hammer geht. Let's go, asshole. Und zwar würde ich das gerne... Okay. Hey, Baggy! Au, jeez! Ah, zu früh. Das gibt's ja nicht. Nun gut, aber nochmal, und zwar jetzt das Jujutsu. Drücke wiederholt A. Oh. Okay. Der ist betäubt, das ist sehr gut. Kiss my ass! Der geht auf Kontern. Und Butters hat immer noch keine MP. Was haben wir hier? Heilende Berührung könnte man vielleicht auf sich selber anwenden. Nein, aber auf mich, das wäre auch schon mal gar nicht verkehrt. Und Butters Hammer gleich mal hier wieder auf den Raufbold. Ach, der war auf Kontakt, ah, ja klar. Verdammt, ich hab's sogar noch gesagt. Butters ist down, okay. Taco der Wiederbelebung, sowas habe ich glaube ich. Come on! Das versuchen wir einfach mal. Nun gut. Ich habe keine MP mehr. Das sucks. Wie wäre das mit Fernangriff? Kann ich den dann kalt machen? Das machen wir auch. I have to go to the bathroom. Jawohl. Oder anders schmeißt mit Steinen. Ich glaube, ich spinne. Butters braucht unbedingt Heilung. Sehr gut. Und jetzt einmal gegen den Heiler, wenn es geht. So, X drücken, wenn der Hammer blinkt. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, wo hier denn überhaupt auf dem Controller ist. Ja, ich komme, mein Freund. Ah, das gibt's doch nicht. Na gut, kann ich irgendwie MP wiederherstellen durch 40% deiner MP wiederher? Ja, mach dran, warum nicht? Gleich mal reinhauen hier. Und zwar dann da hinten diesen hässlichen Priester. Mal so ein Jutsu reindrücken oder Jitsu. Jawoll. Eat shit! Achso, ich darf das Bocken nicht vergessen. Ist ja grässlich. Gut, Butters. Nochmal einmal hier den Hammer auf den Kollegen hier. Let's go, asshole.
Jawohl, das war doch super. Heiliger Bonusschaden. Und ich habe wieder vergessen zu blocken, das ging hier fast zu schnell. Ja, wir haben noch MP. Dann benutzen wir Davids Schleuder. Und zwar gegen den hinteren. Hurry up. David Schleuder. Go for it. Hallo? Oh. Jawohl, 61 Schaden und gleich ausgenockt. Achso, ich denk nicht an das Blocken. So, Butters, jetzt gib ihm den Rest. Jawohl. Oh boy, oh boy. Nicht schön, aber selten. Aber immerhin haben wir gewonnen. Und das ist die Hauptsache. Hier können wir noch Loot mitnehmen. Sehr gut. Und den Taco haben wir auch wieder zurückgekriegt. Ja, genau. Wo sollte ich eigentlich überhaupt hin? Sollte das vielleicht mal überprüfen. Ja. Und zwar bei Quests ging das doch. Der Timmy Express schalte eine Schnellreiseflagge. Alle. Achso, okay. Zu den Waffen rekrutiere Token Crack und so weiter. Ah, okay. Da sind wir ja hier auf dem richtigen Weg, glaube ich, oder? Vermutlich. Ich weiß es gar nicht. Wo sind wir? Ach, wir sind da drüben. Okay, dann gehen wir jetzt einfach hier geradeaus die Straße runter. Hallo. Sorry, but we can't be friends until you have more friends. What? Dann halt nicht. Hm, da ist ein Vogelnest. You think that's funny? okay, wir haben einfach den Vogel verjagt. Warum denn auch nicht? Na? Nix mehr? Gut. Briefkasten? Irgendwas? Auch nicht? Hier irgendwas? Auch nicht? Jimmy ist Garagenschlüssel. Okay, hier wohnt also Jimmy. Wer kennt ihn nicht? Bester Freund von Timmy! Achso, da hätten wir ja auch mal versuchen können reinzugehen. Ist natürlich zugeschlossen. Wie hätte man das auch anders erwarten können? Einmal hier rein. Ja! Was haben wir hier? Laubbläser. Heiltrank, Wasserballon, Tonsur. Okay. Verrücktes Actionrad. Ist auch sehr geil. Okay, den Laubbläser darf ich aber anscheinend irgendwie nicht benutzen. Ich das Bedürfnis habe, alles kaputt zu machen. Ja, hallo? Das tut mich I'm leid. Actually faster at Facebook messaging than I am at speaking. Here, this will just go a lot faster if I friend you. Ja, Kelly Gardner. Sure is a lot of walking. Eine neue Nachricht von ihr, okay. Die werden wir aber nachher erst überprüfen. Was, Betsy Donovan? Okay. Ah, da blieb Somebody's baking brownies. Kann ich runterschießen? Sehr gut. Ja, hallo? Are you new? Hey, Pete that Mammon. Means you don't know anything about me, huh? Eine Druidenkrone. Die ich nicht brauchen kann. Irgendwie noch nicht. Erst auf Level 4. Ich komme nicht runter. Ah ja, okay. Who the fuck are you? Was? Den Schneemann hast du da gebaut. Ne? Ne? Einfach dumm dreist hier. Nun gut, wir gehen weiter Richtung Questziels. Geflügelknochen. Yay! Und hier Loot, 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 Loot. Ne? Nicht mehr? Oh, entschuldige, Butters. Ich wollte nur mal klar machen, wer hier das Alpha-Tier ist. So, da sind Elfen. Ja. Ich versuche aber erstmal hier ins Haus reinzugucken. You looking for Craig? Well, he can't play. He's in detention. Something about flipping off the principal. We better get to the other guys first. Okay, So, und jetzt auf in den Kampf. Hey! Ah, shit! Okay, gut. Ich möchte erst den im Hintergrund ausschalten, den Priester da. Oder den Druiden oder was auch immer das sein soll. Jawohl, das funktioniert. Sehr gut.
59. Nein, der hat noch 2 HP. Verdamm mich. Gut, einmal bitte den Hammer der Stürme. Und zwar auf die zwei, das wäre super. Feel my righteous fury! Jawoll! Voll durchgezogen. Gut, dann... ja... machen wir mal den hier auf den hier. Oh, der hat aber nicht so durchgezogen. Butters, du machst den anderen hier platt. Ja. Taste my justice! Das ist aber auch ein Schaden, der Butters. Rüstung plus 2 oder mal 2. Das gefällt mir gar nicht. Ja. Mal schauen. David Schleuder, einfach mal auf den rausknallen. Okay, muss ich nicht verstehen. Warte, das Hammer. Jawohl, sehr gut. Wie der immer nur einen Schaden macht im Konter. Ist doch ein bisschen mickrig, finde ich. So, irgendwie hat das jetzt gerade eben nicht funktioniert, aber egal. Ja. Ach, schon wieder nur 2 HP übrig. Ah, das war zu früh, aber... Was? Nur einen Schaden hat er dann auch gemacht? Nein, Butters! Jetzt aber. Und Butters liegt leider im Dreck, steht aber wieder auf. Finde ich gut. Alles mitnehmen. Achso, ich kann auch gleich alles nehmen, das ist gut. Ein Kronkorken. So, und wieso kann Butters jetzt nicht raus? Nicht Butters, sondern Crack. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt tun soll, damit er rauskommt. Hier gibt es anscheinend nicht mehr. Ja, aber was kann ich jetzt tun, damit er da rauskommt? Du hast 3 neue Freunde. Pete, Kelly Gardner und Doogie. Doogie Hauser. Was haben wir hier? Oh mein Gott, nein. Bitte nicht. Ja, ist absolut dieselbe Frisur. Was haben wir hier? Die Druidenkrone, aber die können wir noch nicht anziehen. Heiliger Ring habe ich an. Ja gut, das andere Zeug brauchen wir nicht. Achso, ich wollte eigentlich noch genau gucken wegen der Quest. Zu den Waffen. Gehe zu Tokens Haus, zu Tokens schickem Haus und überzeuge ihn beim Spiel mitzumachen. Ja, Crack funktioniert nicht. Also Tweak oder Token? Gehen wir mal zu Token. Token ist da oben und ah, hier ist anscheinend dann Tweak, genau. Das heißt, wo sind wir? Ganz am anderen Ende der Stadt. Ja, ich würde jetzt einfach mal hier bis zum Ende der Straße gehen, dann komplett hoch und rechts. Timmy Express, sehr schön. Nützt uns der gerade was? Mal überlegen. So, wir könnten bis zu Cardman mitfahren, bis hier vorne. Das würde die ganze Sache doch noch ein bisschen kürzer gestalten. Ich weiß nicht, ob wir hier dann durchkommen. Oh, wir könnten über den Spielplatz dann gehen. Oder über das Fußballfeld oder Basketballfeld. Gib ihm, Timmy! Sehr schön. Ja, müssen wir wieder durch Cartmans Haus. So. Da hinten hat sich dann Elf versteckt. Mal kurz hier reingucken. Stupor! Ach, da oben können wir wieder abschießen. Und hoch geht's. Zack! Jetzt haben wir hier eine Druidenrobe. Sehr schön, wir finden voll viele Druiden-Equip und sind überhaupt kein Druide. Ja? Nun gut. Hey, Judenkollege, hallo!
Welcome to the neighborhood! Neue Freundschaftsanfrage. Mr. Brosolowski. Freundschaft hat ihre Vorteile und du hast gerade deinen ersten erhalten. Drücke, um deine Homepage zu öffnen, um verfügbare Vorteile zu sehen. Okay, du hast einen neuen Freund, Mr. Brosolowski. Ja, drücke RT, weiß ich. Ist gut. Ja. Kleid ist aus Zeit- und Raumverband, Leute. Niemand sitzt beim Essen bei ihm, mir egal, was für Fruchtsnacks er verteilt. Kelly Gardner schreibt, das ist deutlich einfacher als reden. Naja, jedenfalls habe ich das Gefühl, dass es zwischen dir und mir eine echte Verbindung gibt. Aha. Nun gut. Und welche Vorteile habe ich jetzt hier? Das habe ich jetzt irgendwie doch nicht ganz verstanden. Ja. Mr. Brosolowski. Gut. Kann ich jetzt irgendwas mit dem machen? Nein? Aha. Nun gut. Einmal kurz durchgeklickt. Das war Bescheid. Hallo? Ist zu? Schade. Alles zugesperrt hier. You have slain the mighty frost giant. I stand in awe of you, hero. I continue to admire your awesomeness. Yeah. So, ich glaube, hier müssen wir jetzt hoch. Tada! Playing parrot is better than being a parrot. Who wants to live in stinky old Somalia anyway? Avast there, matey. None shall pass. Oof! Oh! I've killed way bigger guys than you. Well, the new kid has. Nun gut, wir legen uns hier gerade mit Kindergartenkindern an. Und fangen mit dem Goldenen da hinten am besten an. Jetzt. Drücke wiederhol da. Jawoll, dem haben wir schon ordentlich ein mitgegeben. Dem armen Kind. Einmal bitte den Hammer der Stürme. Okay, dann machen wir die zwei. Feel my righteous fury! Jawoll, mit voller Macht zugeschlagen. Boah! Wo kommt das denn her? Und ich habe nicht geblockt, ich hält. Super. Einmal eine David-Schleuder. Und zwar auf den kleinen Popel hinten. Auf den hier vorne. Nee, machen wir auf den hier vorne. Zack. Haben wir nochmal Angriff? Nee, haben wir nicht. Gut. To battle! Oh no! Oh, das war zu früh. Autsch! Meanie! Ich habe aber schon ganz schön eingesteckt hier, das gefällt mir gar nicht. Ich glaube aber trotzdem ist das noch machbar für uns. Nee, ich nehme erstmal einen Heiltrank, das ist mir lieber. Ja. Zack. Sind wir auf der sicheren Seite. Ist besser. Why? So, den haben wir schon mal nach Hause geschickt. Why? Jawohl. Wieder mal ein Kampf bestritten und gewonnen. Gegen die Somalia Kinderpiraten. Sieg, EP plus 5. Und Geld, 60 Cent und ein Spielzeugauto für 15 Cent. Das war jetzt der absolute Burner. So, da hinten ist eine Truhe. Die sehe ich aber. Neue Nachricht von Mr. Brosolowski. Ich will aber da an die Truhe ran. I am the Pirate King! I am the Pirate King! Okay, das freut mich für dich. Das ist auch der Bruder von Kyle, oder? Da ist auch was drin. Da kommen wir aber auch nicht rein. Oder ran. Zumindest nicht so. Ah. Der mexikanische Glotzfrosch. Sehr cool. Kann ich gegen dich kämpfen? Anscheinend nicht. Gut. Den haben wir platt gemacht. Oh, entschuldige, Butters. Stand's im Weg. Selber schuld. Hey, hallo.
Come play hide and seek with us. You're it. Neue Quest, Versteckspiel. Aha. Nun gut. Finde die versteckten Kinder. Okay, dass wir Wasser rauslassen. Ja, das geht doch aus dem Weg. Hallo. You're weird. Ja, ich weiß. Kirby gave me a swirly in that public bathroom over there one time. Münzautomat. Ah, hier kann ich Sachen kaufen. Interessant. Möchte aber kein Geld ausgeben, dankeschön. Oh, ich kann auch zur Mädchentoilette. Nicht? Okay. Dann halt nicht. Ja, genau. Zerfetztes Plastik. Hier können wir noch Wasser zapfen. Zack. Zack. Kronkorken, komm, ich sehe ihn doch. Und die Flasche kann ich auch nicht. Doch. Jetzt nicht. Zerknülltes Papier. Und andere Sachen. Hey, ein weiterer Spot für Timmy Express. Mip, mip. Sehr gut. Oh, wir haben eine neue Perücke gefunden. Und hier läuft im Kino tatsächlich ein Terrence and Philip Movie. Ass is on fire. Nee, Ass is on fire 2. Natürlich in 3D. This movie is really sweet. Too bad you guys can't see it. Ich bin erwachsen. Sieht man doch. Hey, was? Over here! Was? Don't worry, I'm not here to hurt you. It's me, Al Gore! You know, Al Gore, I'm super important. All right, look, I've detected some very strange activity in this area. I believe we are dealing with Man-Bear Pig! Yes, the Man-Bear Pig. I know you're scared, but I need help. Take these and place them in the location specified on the Man-Bear map. Pig. And now I'm going to make you my friend on Facebook. This is very prestigious. You have my email now, but don't give it out to anybody. I'm super serial. Hurry! We must know if Man-Bear Pig is here or not. Ja, ich würde sie an alle weitergeben. Und so haben wir Al Gore in unsere Freundesliste aufgenommen. Du hast zwei neue Freunde, Al Gore und Francis. Al Gore schreibt doch: Hallo mein junger Freund, hier spricht Al Gore, das bin ich, dem großen, in dem großen Profilbild. Ich rede gerade mit dir. Aha. Mr. Brovlovsky, doch tatsächlich. Ich habe gerade eine neue prominente Kundin bekommen. Ich kann dir ihren Namen nicht nennen, aber ich kann dir sagen, dass sie ein 90 Meter großer Roboter-Dino ist. Mr. Mars schreibt: Komm schon, ein Tipp. Wer die South Park-Serie verfolgt hat, der weiß, dass das Barbara Streisand ist. Die sich in einer Folge dank einem mythischen Stein oder Relikt in einen riesigen Roboter-Dino verwandelt hat. Ja, sehr schön. Wir gucken nochmal kurz durch das Equip. Ich kann... Ja, toll, die Druidenrobe darf ich nicht tragen. Da haben wir neue Haare, die alle einfach nur total hässlich sind. Nein, das lassen wir. Hallo, ich möchte wieder meine alte Frisur. Danke. Ah, hier können wir noch Accessoires tragen. Wie sieht das denn aus, wenn ich das auswähle? Das kann ich alles nicht auswählen, das kann ich nur angucken. Das scheint einfach nur Crap in meinem Rucksack zu sein. Gut. Dann ist dem so. Oh, der untote Jude. ich bin fast gewillt, das zu lassen. Ich lasse das jetzt auch mal so. Ich finde das ganz schick. Ja, und hier sind wir auch schon. No disrespect, but I don't want to be seen with you. Was? Den hier. Und den. Und den. Gut. Hier bei Tweaks Eltern an der Coffee Bar. Machen wir aber erst das nächste Mal weiter, wie ihr das natürlich wahrscheinlich schon geahnt habt. Ja, bis dahin, macht es gut und tschüss.
Thank you.